Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Henry Braun. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Der FSV Frankfurt steht nach dem 2:1-Erfolg bei der Eintracht Stadtallendorf im Halbfinale des Bitburger Hessen-Pokals. Mo Alawi traf in Stadtallendorf doppelt und war damit der Matchwinner in einer umkämpften Partie. Im Halbfinale am 12. Mai empfängt der FSV den Drittligisten Wien Wiesbaden in der PSD-Bank Arena. Im zweiten Halbfinale begegnen sich der TSV Steinbach-Haiger und der FC Bayern Alzenau. Am morgigen Samstag kehrt dann für die Bornheimer wieder der Liga-Alltag ein. Am 35. Spieltag der Regionalliga Südwest empfängt der FSV den ehemaligen Zweitligisten, den VfR Aalen. Die Aalener von der Schwäbischen Ostalb stehen aktuell auf Rang 13 der Tabelle und haben sich noch nicht von allen Abstiegssorgen befreien können. Momentan beträgt der Vorsprung des VfR 4 Punkte auf die Abstiegszone. Anpfiff ist am Maifeiertag um 14 Uhr. Schwarz-Blau TV überträgt live und kostenfrei ab 13 Uhr auf YouTube. Am kommenden Dienstag geht es dann direkt weiter für den FSV. Dann gastiert die Mannschaft um Kapitän Notnagel zum kleinen Rhein-Main-Derby bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05. Die Partie im Mainzer Bruchwegstadion beginnt um 19 Uhr. Torwart Kenan Muhsinovic hat seinen Vertrag beim FSV Frankfurt verlängert und geht damit in der Saison 2021-2022 in seine dritte Spielzeit bei den Schwarz-Blauen. In der aktuellen Saison kam Muhsinovic, auch bedingt durch mehrere Verletzungen, nur auf 2 Spiele in der Regionalliga. Der 25-jährige Keeper war im Januar 2019 von der SG Barockstadt an den Bornheimer Hang gewechselt. Ausgebildet wurde Kenan Muhsinovic im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten VfB Stuttgart. Weiland Deutschland bleibt weiterhin Logenpartner des FSV Frankfurt und verlängert und weitet das Engagement für die kommende Saison sogar aus. Weiland Deutschland ist seit der laufenden Saison Partner und bleibt dem FSV nun weiterhin erhalten. Trotz der Ligenunterbrechung der Junioren-Bundesligen bestreiten die U19 und U17 des FSV am kommenden Wochenende Testspiele. Davor werden alle Spieler, Trainer und Schiedsrichter auf Covid-19 getestet. Bei negativen Ergebnissen tritt die U17 dann am Samstag ab 11 Uhr bei Darmstadt 98 an. Die U19 hat einen Tag später, am Sonntag ab 13 Uhr, den SVW in Wiesbaden zum Leistungsvergleich zu Gast. Das war Schwarz-Blau aktuell für heute. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 18.99 Uhr.